Und ich habe mir gedacht, ich lese das Ende, das bittere Ende vor. Und erzähle kurz, was daraus folgen wird. Ich meine, hier ist es ja so, dass die sagen, was wollen diese Hartz-IVler hier. Ne? Aber das hat ja seine Konsequenzen. Ich lese es einfach nochmal vor. Wir leben in einer Zeit weltweit aufflammender Revolutionen. Selbst in Deutschland ist die Lage inzwischen so angespannt, dass man befürchten muss, auch hier eine Revolte auszulösen, nur weil man sich entschieden auf den Boden der grundgesetzlich garantierten Menschenrechte stellt. Nur weil man auf die natürlichste Weise ein Recht wieder in Anspruch nimmt, welches einem selbst dann gehören würde, wenn es nicht im Grundgesetz verankert wäre. Man kann das Eintreten für die Menschenrechte deshalb scheuen. Es aber zu unterlassen bedeutet, dass sich die Unrechtsverhältnisse immer weiter etablieren. Ich möchte deshalb folgende praktische Konsequenzen ziehen. Ab heute widerstehe ich offen jeder staatlichen Zumutung, ein mir unsinnig erscheinendes Arbeitsgebot anzunehmen oder unsinnige vom Amt mir auferlegte Regeln zu befolgen. Auch die durch die Wirklichkeit längst als illusorisch erwiesene Fixierung auf Erwerbsarbeit lehne ich in jeder Weise ab. Ich beanspruche ein unbedingtes Recht auf ein freies, selbstbestimmtes Leben, welches ich einer von mir selbst gewählten, mir selbst sinnvoll erscheinenden und mir nicht von außen vorgeschriebenen Tätigkeit widmen darf, auch wenn ich durch die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse gezwungen bin, dafür Hartz IV in Anspruch zu nehmen. Ich spreche jede Arbeit heilig, die aus einem inneren, ernsten Anliegen eines Menschen folgt. Unabhängig davon, ob sie sich äußerlich oder innerlich vollzieht und unabhängig davon, ob sie einen Erwerb ermöglicht oder nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutschland einen Weg weiter verfolgen will, der die so mühsam errungenen Menschenrechte außer Kraft setzt und Ängste vor Sanktionen, unwürdiger Arbeit und sozialstaatlicher Totalüberwachung zum Alltag von Abermillionen Menschen macht, und fordere deshalb dazu auf, alle gegen die Menschen, gegen die Freiheitlichkeit der Gesellschaft und die individuellen Menschenrechte gerichteten Paragraphen in Sozialgesetzbuch 2 zu löschen. Vor allem die Paragraphen 2, 31 und 32. Und in Artikeln 1, 2, 6, 11, 12, 13 und 19 des Grundgesetzes wieder uneingeschränkte Gültigkeit zu verschaffen. Natürlich rechne ich mit Sanktionen, weil man nach Paragraph SGB II kaum anders als mit Sanktionen auf eine solche Ankündigung reagieren kann. Wenn ich Sanktionen erhalte, ist im Sinne der Wiedereinsetzung der Grundrechte der Klageweg zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe geöffnet. Es wird darum gehen, ob der Mensch in Deutschland ein bedingungsloses Existenzrecht hat oder ob er sich ein menschenwürdiges Leben erst verdienen und dafür Zwangsgehorsam, Zwangsarbeit oder unwürdige Niedrigstlohnarbeiten leisten muss. Weiter wird es darum gehen, ob der Staat bestimmen darf, was Sinn im Leben eines einzelnen Bürgers macht oder ob das Urteil darüber nicht jedem Einzelnen selbst zu überlassen ist, weil anders das Selbstbestimmungsrecht nicht gewährleistet werden kann. Wenn ich Sanktionen nicht erhalte, erheben wir diese Situation zum Präzedenzfall. Sanktionsfreiheit muss dann für alle gelten. Bravo! Ich gebe das heute hier ab. Es wird so sein, dass Sie denken, was wollen hier die wilden Hartz-IVler, das ist unbedeutsam. Ich werde es aber abgeben im Amt. Sobald ich den Befehl bekomme, dahin zu gehen, und das wird innerhalb dieses Monats sein, weil man jedes halbe Jahr gefordert ist, werde ich 14 Tage vorher dieses Schreiben im Amt abgeben und darauf aufmerksam machen, dass man es auf jeden Fall lesen muss, damit auf jeden Fall klar ist, was passiert, wenn ich komme. Dann wird es ein sehr interessantes Gespräch, auf jeden Fall, und es wird seine Bedeutung haben. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ab da wird es seine Bedeutung haben, ist ja völlig klar. Entweder man sanktioniert mich, was zu erwarten ist, und je härter, desto besser.
desto schöner ist die Wirkung. Oder man sanktioniert mich nicht, dann werden die Gründe so sein, die müssen ja sagen, was für Gründe da sind, dann werden die Gründe so sein, dass sie für alle gelten müssen. So sieht es aus. Und ab da hat die Sache Bedeutung. Heute ist ein symbolischer Akt. Mal gucken. Und ab da hat die Sache Bedeutung. Ich danke für eure Meinung.